Hallo zusammen. Fotokritik lassen wir wieder aufleben. Ich habe eine Umfrage gemacht hier auf YouTube. Der ein oder andere hat mitgemacht. Also sehr viele haben mitgemacht. Ich war erstaunt, wie viele mitmachen. Und ich war vor allem erstaunt, wie positiv das Feedback war im Sinne von, wie viele Leute das wollen. Also ganz viele von euch möchten gerne Fotokritik machen. Also mache ich das wieder. Nicht jede Woche, aber so gelegentlich. Und wir nehmen natürlich Themen aus der 52 Wiesner Wochengeschichte. Erstes Thema wäre Blaue Stunde. Nach hinten? Ja, okay. Und jetzt schau doch mal ein bisschen über die linke Schulter. Ja, sowas finde ich gut. Wieder zu mir. Ja. Und wie ist es, wenn du Richtung Stadt schaust? Wenn du also möchtest, dass ich dein Foto öffentlich bespreche und besprechen, nicht zerreißen oder sowas, keine Sorge, ich bin da sehr konstruktiv. Und dann schick mir das zu an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Ich suche da ein paar von raus, eine Handvoll, nur eine Handvoll, sorry. Und die werde ich dann ausführlich besprechen und ein bisschen sagen, was gut ist und was schlecht ist. Oder was ich anders machen würde. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass das die 52 Wiesner Wochen eigentlich noch aufwertet, weil du hast ja auch ein blaues Stunde-Foto gemacht. Und dementsprechend kannst du mit dem, was ich zu diesem Foto sage, sehr viel anfangen, weil du das gerade selbst erlebt hast. Das wäre so die Idee. Ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. Ich hoffe, das ist was, was euch wirklich hilft. Und freue mich auf ein paar interessante Einsendungen. Einsendeschluss ist der, was haben wir heute, 14. Einsendeschluss ist, sagen wir mal, der 20.2., damit ich das auch rechtzeitig machen kann. Und dann kommt das halt ein paar Tage später. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.